Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch bei Instagram gefragt, was für Videowünsche ihr an mich habt. Und so viele haben geschrieben, dreh doch mal so ein Video wie Silvi. Sie hat irgendwie 5 Jeans von 5 verschiedenen Marken getestet. Ich werde euch ihr Video auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Ich habe das erst gestern geschaut und fand das echt mega cool. Sie hat das Ganze für Größe 40, glaube ich, getestet oder 42. Ich glaube, einmal 40, einmal 42, bin mir nicht so ganz sicher. Deswegen schaut auf jeden Fall mal in die Infobox, dort werde ich euch das verlinken. Und schaut auch gerne bei Silvi vorbei, ich mag ihren Kanal echt super, super gerne. Und wir werden das heute mal mit Größe 34 probieren. Ich trage ja regulär 34. Und bevor irgendwelche Kommentare aufkommen, ich habe ja in meinem letzten Ich habe ja in meinem letzten Naked Haul öfter erwähnt, dass ich die Größe 34 dort bestellt habe und 34 trage. Und für manche kam das wirklich so ein bisschen falsch rüber, so von wegen, als würde ich angeben wollen, dass ich 34 trage. Also so ist es definitiv nicht, Leute. Ich sage auch nochmal vorab, ich mache keinen Sport dafür. Ich gehe fast wirklich, das ist jetzt nicht vorbildlich oder so, fast jeden Tag bei McDonald's essen. Und ich esse wirklich ungesund. Also nicht überwiegend, aber echt viel ungesund. Und ich achte nicht darauf, was ich esse. Und ich nehme einfach nicht zu. Also ich bin halt einfach so, das sind halt meine Gene und ich kann nichts dafür. Und ich kann einfach nichts dafür, dass ich 34 trage und nicht zunehmen kann. Und ich habe auch keine Krankheit oder so. Das ist halt einfach so. Es liegt bei mir in den Genen. Vielleicht kommt das auch später irgendwann mal mit dem Alter, wenn ich ein bisschen älter werde. Ich habe gehört, ab 30 oder so fängt es dann an, dass man dann wirklich zunimmt. Aber ja, soweit bin ich noch nicht. Deswegen, wie gesagt, bitte nimmt das nicht falsch auf. Ich mache dieses Video nicht, um irgendwelche falschen Werte zu vermitteln oder so. Wie gesagt, ich mache nichts dafür, dass ich Größe 34 trage. Wir werden heute einfach mal nur Jeans testen in meiner regulären Größe. Und ich werde sie anprobieren und euch sagen, ob sie gut sind oder eben nicht so gut sind. Ich habe versucht, die Jeans so in der gleichen Ausführung zu kaufen, so mit solchen Rissen, also diese Destroyed Jeans, die fand ich halt ganz cool. Ich habe jetzt überall versucht, solche Jeans zu kaufen. Ich glaube, bei ein paar Stück habe ich auch echt eine High-Waist erwischt, aber ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, wir testen generell einfach mal so ein paar Jeans von verschiedenen Marken und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange gesprochen und geredet. Ich werde euch jede Artikelnummer von der Jeans in die Infobox verlinken, damit ihr die natürlich auch nachkaufen könnt. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit Jeans Nummer 1. Jeans Nummer 1 ist eine etwas teurere Jeans, würde ich schon fast sagen. Und zwar ist das diese Jeans hier von Topshop. Ich habe mehrere Jeans von Topshop und ich muss wirklich sagen, ich liebe die eigentlich alle. Und zwar ist das hier das Jamie-Modell, Topshop Motto Jamie steht hier drauf. Und ich trage hier Weite 26, Länge 30. Und genau, werde ich euch auch mal in der Infobox verlinken, habe ich bei Zalando im Sale sogar bestellt. Die müsste es aber regulär eigentlich auch geben und wir werden die jetzt mal anprobieren. Wir testen jetzt die allererste Hose, die ist von Topshop, wie gesagt, ich habe mir auch ein Body extra dafür angezogen heute, damit wir die live vor der Kamera natürlich testen können. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Also hier komme ich eigentlich problemlos rein. Ich werde gleich nochmal ein bisschen nach unten zeigen. Ist auch schön High-Waist, verdeckt auch gerade so den Bauchnabel und sitzt wirklich recht eng. Eng, aber bequem, muss man ganz ehrlich sagen. Ich werde jetzt mal die Kamera ein bisschen weiter nach unten stellen. So, ich hoffe, man kann das hier ganz gut erkennen jetzt. Ich finde die wirklich super bequem. Auch hinten am Po sitzt die meiner Meinung nach perfekt. Also ich finde die echt super, super toll. Wie auch alle meine anderen Skinny Jeans von Topshop, von dem Jamie-Modell. Also die ist wirklich richtig, richtig schön. Als nächstes geht es weiter mit dieser Hose hier und ich glaube, das ist wirklich die günstigste Hose, die ich hier tragen werde im Video. Und zwar ist es von, Stradivarius, ganz genau, eine Super High-Waist Jeans, eine Skinny Jeans und die habe ich auch in der Größe 34 und das ist wirklich die günstigste Jeans mit, glaube ich, 20 oder 25 Euro. Ich habe die damals in Serbien gekauft, aber wie gesagt, ich werde euch das Modell ja sowieso in der Infobox verlinken und kann euch ja auch hier nochmal die Preise einblenden. Und das ist wirklich die günstigste Jeans, die wir heute in diesem Video hier testen werden. So, da teste ich auch schon die nächste Hose und zwar ist es die von Stradivarius. Und die ist ja wirklich super High-Waist. Mal schauen, wie die so ist. Bin ich schon echt gespannt, ob die auch von der Länge her gut sein wird. Oh, die ist ein bisschen eng, aber ich komme auf jeden Fall rein. Gut, das ging eigentlich noch. Und wie ihr seht, die ist wirklich voll High-Waist. Die ist wirklich sehr doll High-Waist. Und auch die
Finde ich sehr bequem. Ich muss nur mal die Taschen hier reinstecken. Die ist echt voll bequem, Leute. Von hinten, was soll ich dazu sagen? Gefällt die mir, geht so. Sie macht halt so einen richtig länglichen Arsch. Oder Popo. Hat halt schon so einen länglichen Popo, aber ich glaube, das ist halt wirklich normal bei solchen High-Waist-Hosen. Beziehungsweise bei High-Waist-Jeans. Aber ansonsten muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, gefällt die mir echt richtig, richtig gut. Ja, sitzt halt wirklich mega hoch. Also wenn ihr eine mega hohe, bequeme Jeans haben wollt, kann ich euch die von Stradivarius nur empfehlen. Und das ist auch die günstigste Hose. Dann habe ich hier eine Jeans von Zara. Und zwar schaut die so aus. Das ist, glaube ich, keine High-Waist-Jeans, sondern einfach so eine ganz normale Jeans. Die war auch nicht so teuer. Die hat um die 30 Euro gekostet. Ich glaube sogar 29,95 oder so. Und ja, finde ich eigentlich auch einen ganz guten Preis für eine Jeans. Was mich ein bisschen an Zara-Hosen stört. Bei fast allen Zara-Hosen habe ich das, dass wenn ich die hier hochziehe, reißen die mir ein. Ich hoffe, dass es bei dieser hier nicht der Fall sein wird, weil direkt beim ersten Mal anziehen habe ich das Problem, dass es einreißt. Ich bin mal gespannt, wie es bei der hier ist. Und ja, auch einer der günstigsten, sage ich mal, Hosen für 30 Euro. Ziehen wir jetzt die Hose von Zara an, da bin ich schon echt so gespannt darauf, ob die reißen wird, Leute. Okay, also die fühlt sich nicht so bequem an wie die anderen. Oh. Okay, das wird jetzt wieder eine Qual. Ich glaube, das kann man auch gut erkennen. Mein Popis ist zu dick für die Hose. Oh, Leute. Oh. Okay, also die, wie man sieht, brauche ich schon so ein bisschen Kraft, um die überhaupt zuzubekommen. Und saubequem ist sie jetzt auch nicht. So. Ist halt eine normale Hose. Sie macht von hinten ein bisschen dicken Po, würde ich fast behaupten. Sie ist gar nicht bequem. Und was ich richtig schlimm finde, die macht mir richtig komische Beine. Ich weiß nicht, die ist mir auch hier irgendwie so ein bisschen zu locker. Und wenn ich so laufe, fühle ich mich voll, also wenn ich mich so bewege oder generell laufe, fühle ich mich richtig unwohl in der. Ich weiß nicht. Der Stoff ist mir einfach zu hart von der Jeans. Und das, also, ich kann mich, oh nee, oh, wenn ich mich bücke, ja, sieht man, glaube ich, dann auch meine Poporitze direkt. Es liegt halt auch daran, dass es eine normale Jeans ist, aber sie ist voll unbequem. Oh, nee. Also die finde ich okay. Ist jetzt aber nicht die beste. Ja, ist in Ordnung, aber ja. Dann geht es weiter mit einer etwas teureren Jeans und zwar ist die von Hollister. Die habe ich mir erst vor ein paar Tagen gekauft. Die schaut so aus. Wie gesagt, die hat halt auch dieses Destroyed Look. Und ich finde die echt mega, mega schön. Ich habe die noch nicht angehabt. Ich habe nur die Etiketten abgemacht und ich bin echt gespannt, wie die sitzen wird. So schaut die übrigens von hinten aus. Und das ist, glaube ich, das ist eine Hollister Jean Legging. Also so eine Leggings, so ein richtiger schöner Stretch-Stoff. So, jetzt haben wir es aber. Die Hollister-Hose ist dran und da bin ich auch sehr gespannt. Die ist super eng. Oha. Oh ja, die ist echt sehr, sehr eng. Aber das ist ja auch eine Leggings sozusagen, also eine Jeans-Leggings. Aber Leute, oh mein Gott. Auch hier komme ich sehr schwer rein, aber ich glaube, die sitzt echt gut. Also wie gesagt, das ist eine Leggings, ja. Das ist halt so ein Jeansstoff-Leggings. Das ist halt so ein dickerer Stoff von einer Leggings. Also ich würde das jetzt nicht als Jeans-Leggings eigentlich bezeichnen. Es ist halt super bequem und stretchig. Also ihr seht, ich kann mich echt gut da drin bewegen und alles. Ja, Popo finde ich auch sehr, sehr gut eigentlich. Macht echt einen schönen Hintern und ist sehr bequem und sitzt eigentlich wie angegossen. Übrigens kostet die Jeans bei Hollister um die 49 Euro. Manche sind ein bisschen teurer, manche auch günstiger. Manche sind auch im Sale, also da müsst ihr einfach mal schauen. Aber regulärer Preis von Hollister Jeans sind 49 Euro. So, jetzt
Kommen wir zu der letzten Hose und zwar ist die von H&M, genau. Die habe ich mir ebenfalls damals in Serbien noch gekauft, extra für das Video. Und zwar ist es eine super skinny regular waist in Größe 34 auch natürlich. Und so schaut die aus. Übrigens habe ich euch gar nicht gesagt, was für eine Größe ich bei Hollister habe. Da habe ich ebenfalls 26, wie bei Topshop auch. Das ist halt 34. Und eine 25 wäre, glaube ich, eine 32. Und genau, das ist halt die H&M Jeans. Und ich habe da wirklich keine gefunden, die so ein bisschen kaputt war. Deswegen habe ich jetzt einfach so eine ganz normale mitgenommen. Es war wirklich die einzige, die ich da irgendwie so finden konnte. Keine Ahnung warum. Last but not least, diese Jeans hier von H&M. Da bin ich auch gespannt. Ich hatte, glaube ich, seitdem ich 15 bin, keine Jeans mehr von H&M. Also in die komme ich eigentlich normal rein. Gar keine Probleme. Aber beim Zumachen am Bauch ist sie schon leicht eng. So, oh, die Taschen, die sind halt sehr tief, das mag ich gar nicht. Aber gut. Also, die fühlt sich okay an. Ja. Ich finde allerdings, dass die einen richtig komischen Po macht. Der sieht ab hier so eingedrückt aus, also das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Und auch der Stoff, ach du Scheiße, Leute. Ich glaube, ich muss die sofort wieder ausziehen. Ich weiß jetzt auch, warum ich, glaube ich, keine H&M Jeans mehr trage. Der Stoff juckt mich. Kennt ihr das bei manchen Hosen? Ich habe das wirklich so selten bei Hosen. Die Story muss ich euch ganz kurz erzählen, bevor ich die Jeans ausziehe. Ich habe wirklich mein halbes Leben lang Leggings unter Hosen getragen. Ich habe wirklich gedacht, ich muss mein ganzes Leben lang Leggings unter Hosen tragen, weil ich allergisch gegen Jeansstoff bin. Und hier merke ich es wieder, es juckt extrem. Also ich muss es sofort wieder ausziehen. Ich weiß nicht, wer das von euch auch eventuell hat, dass die Jeans bei mir anfangen zu jucken. Und hier ist es absolut der Fall, mich fängt es an, sofort zu jucken. Also mit der Hose kann ich absolut nichts anfangen. Egal, wie gut die sitzt. Ich kann euch gleich auch mal meine Beine zeigen. Die werden jetzt rot sein. Normalerweise bekomme ich so richtig rote Flecken und so ganz viele Punkte an den Beinen. Ich glaube, das kann man jetzt sowieso in der Kamera nicht so gut erkennen. Aber die Hose, oh, meine Beine jucken jetzt überall davon, ne? So, ihr Lieben, ich habe alle Hosen anprobiert. Und ich muss wirklich sagen, dass mir meiner Meinung nach am besten die von Topshop gefällt und die von Stradivarius. Das sind so meine zwei Lieblinge. Das ist einmal eine teure Jeans und eine sehr, sehr günstige Jeans. Und die haben meiner Meinung nach echt perfekt gesessen. Wie gesagt, der Popo hat mir bei der komplett High-Waist Jeans nicht so gut gefallen. Aber das ist ja halt der Trend, sag ich mal. Und die Poppes sehen halt alle so aus in High-Waist-Jeans. Deswegen ja, kann man da nichts machen, aber mir gefällt die trotzdem sehr, sehr gut. Und von dem Stoff her ist die toll. Man kann sich gut darin bewegen. Und für 20 Euro oder 25 Euro kann man da halt wirklich nichts sagen. Ich glaube, sogar nur 20 Euro hat sie gekostet. Und finde ich halt echt mega geil. Ich werde euch alle Jeans in die Infobox verlinken. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Jeans euch am besten gefallen hat. Also mein Favorit sind, wie gesagt, die von Topshop und die von Stradivarius. Und ja, von der H&M Jeans habe ich immer noch diesen leichten Ausschlag auf meiner Haut. Also hätte ich die jetzt den ganzen Tag über angelassen, hätte ich in die Apotheke rennen müssen. Also wie gesagt, ich habe mein halbes Leben damals ja, Leggings getragen, weil ich dachte, ich habe eine Jeansallergie gegen alle Jeans. Aber wahrscheinlich ist es wirklich nur irgendwas gegen H&M Jeans. Ich habe nämlich früher immer nur H&M Jeans getragen, als ich 15, 16 war. Und ja, kann ich wirklich nicht empfehlen. Also ich finde die Qualität irgendwie von H&M, der Stoff gefällt mir auch nicht so. Die sind auch meistens an der Wade so ein bisschen zu breit auch und irgendwie, die sind einfach nicht bequem. Kann ich nicht so empfehlen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare auch, wo ihr am liebsten Jeans kaufen geht. Das würde mich echt mal interessieren. Und ob ich nochmal so ein Video machen soll und ob wir vielleicht aus anderen Shops nochmal Jeans testen sollen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!